Hi, willkommen wieder in der kleinen Werkstatt. Ich mache heute bloß ein kleines Projekt. Ich möchte mal ein paar so Drehknaufe machen oder so Drehgriffe. Ich weiß, die gibt es auf YouTube schon wie Sand am Meer. Aber ich brauche ein paar für meine Metallschneidevorrichtung, die ich gemacht habe. Ich habe da auch ein Video drin. Ich kann euch das mal oben verlinken. Und ich habe mir gedacht, ich lasse die Kamera trotzdem mitlaufen. Nach einem kurzen Intro geht es dann los und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dabei. Ich habe da noch ein paar so 18 mm dicke Multiplex, so Reste seines Abfälle, was heißt Abfälle, Reste einfach. Und ich möchte mir jetzt ein paar verschiedene, also machen wir verschiedene Größen, einmal mit so 50 mm Durchmesser und einmal mit 40 mm Durchmesser. Ich zeichne mir jetzt da nur Quadrate auf, also ein paar Quadrate mit 50 auf 50 und ein paar Quadrate mit 40 auf 40 mm. Die jetzt, ich mache die nicht am Rand, ich mache die mittig drauf, die Quadrate. Was habe ich da? Ich habe da 80, neue Mitte 40, 15 rein mit 65. Gut. Wir haben jetzt da überall drei Quadrate drauf gemacht. Also ich mache 6 Griffe. Einmal 50 auf 50 und einmal 40 auf 40. Ich tue mir jetzt bloß die Diagonale anzeichnen bei jedem Quadrat. Ich habe jetzt da meine Quadrate drauf. Ich habe mir die Diagonale anzeichnet. Ich bin mir mit den Strichen über mein Quadrat weiter rausgegangen. Ich möchte mir dann da, die Griffmulden reinbohren. Und ich weiß es noch nicht, ob ich beim Kreis es dann innen reingehe oder außen. Ich zeichne mir jetzt bei jedem Quadrat einen Kreis an. Also einmal 50 mm und bei den anderen 40 mm Kreis. Also mitten in das Quadrat rein. Das sind jetzt meine 40 mm Kreise und dasselbe mache ich jetzt noch bei meinen 50 mm. Ich habe jetzt da meine Kreise drauf. Ich bohre mir jetzt in der Mitte, ich mache meine Griffe mit so Einschlagmuttern. Von denen habe ich so viel da. Ich mache mir jetzt in der Mitte, bohre ich mir wieder ein 25 mm Loch, aber nur so weit, dass meine Einschlagmuttern, also der obere Schaft da oben versenkt ist.
Und das mache ich jetzt bei ja, alle 6 Kreise. Ich bohre mir dann bei den 50 mm Kreise mache ich mir ja wahrscheinlich also mit dem 25 mm Bohrer bohre ich mir dann immer ja, an die Schnittkanten am Kreis bohre ich mir mit 25 mm Bohrer ja, Löcher durch und bei den 40 mm Kreise da nehme ich dann einen 20 mm Forstner Bohrer. Aber zuerst den wir die Dings versenken mit 25 mm, die Einschlaghülsen. Jetzt hätte ich ein bisschen die Mitte vor können. Ich habe es ein bisschen versenkt für meine Einschlaghülsen. Da bohre ich mir jetzt, ja, ich habe ja meine Markierung über die Kreise ein bisschen weiter rausgemacht. Und zwar nehme ich jetzt bei den 40 mm nehme ich jetzt einen 25 mm Bohrer. Ja, und ich bohre jetzt 25 mm Bohrer. Das reicht ja. Ich baue mir jetzt die Löcher so rein. Ich gehe jetzt über den Kreis ein bisschen raus, also außerhalb. Ja, ungefähr so. Dass mein 20 mm Bohrer nicht jetzt innen reinbohrt in die Versenkung von meinen Einschlaghülsen. Da ist noch ein bisschen Holz dran habe, ja. Da habe ich jetzt. Was habe ich da vom Rand? Ja, 10, so 12 mm. 12 mm gehe ich jetzt vom Rand von den Einschlaghülsen gehe ich 12 mm raus und da bohre ich dann mit dem 20 mm Forsterbohrer Löcher durch. So bohre ich mir jetzt mal alle Löcher durch. Ja, mein Forstner Bohrer ist natürlich nicht die beste Marke, das ist so ja, billige Baumarkt. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann einmal neue besorgen, die besser schneiden. Aber die tun es jetzt schon. Und so bohre ich mir jetzt die Löcher bei meinen kleinen Kreisen und bei den großen Kreisen mache ich dann 25 mm Löcher durch. Bei meinen 50 mm Griffe
Da bin ich jetzt vom Schnittpunkt vom Kreis 5 mm nach außen gegangen und hab mit 25 mm Bohrer reinbohrt. Eins brauche ich noch. So schauen aus meine Kreise aus. Da wo mein Einschlagmutter reinkommt, bohre ich mir jetzt mit einem 9 mm Bohrer komplett ein Loch durch. Das mache ich bei allen Kreisen. So Leute, ich habe jetzt Scheiße gebaut. Ich habe ja gesagt, ich bohre das 9 mm Loch in der Mitte durch. Das hätte ich nicht bohren dürfen. Also, ich hätte zuerst meine Kreise rausfräsen sollen mit der Kreisfräse und erst dann die Löcher in der Mitte, weil mein Bohrer von meiner Lochkreisfräse ist natürlich kleiner als die 9 mm. Jetzt muss ich halt die ganzen Löcher oder die ganzen Kreise mit dem Anschlag rausschneiden oder rausfräsen. Dauert ein bisschen länger. Also zuerst die Kreise rausschneiden, nächstes Mal. Und dann die 9 mm Löcher in der Mitte durch. Aber jetzt ist schon zu spät. Jetzt machen wir es halt mit dem Anschlag. Geht auch. Ich habe schon eins rausgeschnitten. Das geht auch mit dem Anschlag. Dauert ein bisschen länger. Muss ich jetzt alles immer, jedes Loch extra einstellen. Also die drei kleinen Griffe habe ich schon mal draußen. Muss ich noch die großen machen. Ja, der letzte mag jetzt nicht raus. Gut. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, trotz Verbohren habe ich es jetzt doch rausgekriegt. Die Kanten, die tue ich jetzt bloß mit dem Schleifpapier ein bisschen schleifen. Man kann es jetzt auch rund fräsen, aber ich habe keinen so einen kleinen Rundungsfräser. Deswegen schleife ich es bloß ein bisschen mit der Hand. So schauen die dann aus. Da kommt dann meine Einschlagmutter rein. Und hinten schneide ich mir auch noch so Kreise, die ich dann bloß draufleim aus Abstand. Da ist ein bisschen Abstand zum, ja, jeder, den zum festspannen Werkstück haben.
Aber zuerst schleife ich jetzt mal alle ein bisschen. Ich habe mir jetzt meine Griffe ein bisschen die Kanten geschliffen. Ich klopfe mir jetzt da meine, Einschlagmuttern rein. Und ja, dann schneide ich mir noch so mit der Lochkreisfräse fräsen wir noch mal so Kreise raus, die dann oben drauf kommen. Gut, schneiden wir noch 6 Kreise. Ich wollte die Einschlagmuttern, ja, ich wollte es zuerst mit der Beilagscheibe und mit so einer Schraube reinziehen, aber bei Multiplex geht es ziemlich schwer. Also habe ich es nur geklopft. Passt. Da muss ich an meiner Bohrmaschine bloß meinen Anschlag wieder. Ja, umsetzen, wieder auf flach. Für die unteren Kreise, da nehme ich mir jetzt keine 18 mm, ich habe da noch 12 mm, das reicht mir, das brauche ich nicht so dick. Und ich mache mir da bloß jetzt so Kreise mit so einem kleinen Kreisfräser raus. Was hat denn der? 25 hat der. Ja gut, innen drin sind es dann ungefähr 18, dann was die gekommen. Gut, mir hat einmal jemand gefragt, ob ich da mit den, wenn ich so, so einen Kreisfräser habe, ob ich den Bohrer nicht unten in meine Bohrmaschine Metallgestell komme. Also mit den Bohrer geht es jetzt schon noch. Wenn ich einen Kreisfräser habe, wo der Bohrer weiter rausschaut, dann muss ich mit meiner Bohrmaschine weiter vorfahren, dass ich bis vor die Grundplatte, habe ich noch Luft unten drin, dass ich bis vor die Grundplatte, Metallgrundplatte komme. Aber mit den normalen, kleinen, da geht das schon. Ich habe jetzt meine unteren Ringe, ja, ich habe es noch ein bisschen geschliffen. Ein paar sind wir beim Rausbohren ein bisschen gebrannt. Ja gut, ich habe natürlich jetzt nicht das teuerste Werkzeug, das meiste ist so Baumarktwerkzeug, was ich habe. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu langsam gebohrt oder zu schnell. Aber das wären ja nur Drehgriffe, dafür reicht es. Ich bohre mir jetzt in der Mitte wieder 9 mm Loch bohre ich mir wieder durch, dass ich mit meiner M8er Gewindschraube durchkomme. Und dann da lehme ich bei jedem Teil so hinten drauf. Aber jetzt bohre ich zuerst die Löcher und dann sehen wir uns wieder.
meine Löcher habe ich jetzt durchgebohrt. Und jetzt kann ich es, ich habe meine Griffe draufleimen. Tun wir nur die Unterseite ein bisschen mit Leim einstreichen. Ich nehme jetzt bloß so eine Beilagscheibe, stecke mir die so rum durch und schraube es jetzt oben einen Griff rein. Meine Schraube ist jetzt ein bisschen lang, wäre eine kürzere recht gewesen. Und das lasse ich jetzt trocknen. Und so mache ich jetzt die anderen 5 noch. So, der letzte. Die lasse ich jetzt noch hart werden oder trocknen den Leim. Und dann sind sie eigentlich schon ja, fertig. Meine Drehgriffe sind jetzt fertig. Ich habe es noch ein bisschen eingeölt. Ja, sind jetzt gerade recht irgendwie für so T-Nut-Schienen. Gut, ich habe jetzt oben die Einschlagmutter. Man könnte so natürlich eine Abdeckung drauf machen, aber ich sage, es ist für Werkstatt, da brauche ich das nicht. Es reicht. Ja, ich werde jetzt ein paar werde ich noch brauchen für mein nächstes Projekt. Ich glaube, so 2 Stück werde ich da brauchen. Das wird was für meine Drechselmaschine. Also kein Drechselvideo, sondern für die Drechselmaschine was. Oder was man also an Drechselmaschine als Einspanner kann. Ja, das war's jetzt wieder mit meinen Griffen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl natürlich schon so viele ja, bei YouTube schon drin sind. Und ich denke mal, viele werden es auch selber schon gemacht haben. Aber ja, weil ich ein paar brauche, dann lasse ich die Kamera mitlaufen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt mir dann gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, würde mich freuen. Was euch gefallen hat oder wie euch nicht gefallen hat, schreibt es unten in die Videokommentare. Also unten in die Kommentare. Und wie gesagt, auch wenn es sagt, okay, irgendwas hat euch nicht gefallen, es gibt immer wieder Leute, die geben einen Daumen nach unten oder was. Man kann jeder machen, aber ja, mir würde es halt freuen, wenn dann diejenigen was schreiben, was ihnen nicht gefallen hat. Dass man es nächstes Mal auch, ja, vielleicht kann man dann was ändern oder was besser machen. Gut, wenn jemand natürlich jetzt meine Fresse nicht gefällt oder mein Gesicht nicht gefällt, das kann ich natürlich nicht ändern. Jo, okay, wie gesagt, über einen Daumen hoch und ein Abo würde mich trotzdem freuen. Auch wenn es schon so viele gegeben hat bei YouTube, die gemacht haben. Und ja, mein nächstes Projekt, wie gesagt, was für Drechselmaschine, was ich jetzt da mache, was es genau wird, ja, das sage ich jetzt noch nicht. Und ja, wenn ich ein bisschen so größere Projekte mache, ja, die dauern bei mir ein bisschen länger, weil ich arbeite ja von Montag bis Freitag Vollzeit. Und ja, ich habe, wenn dann bloß einfach abends mal für ja, 1-2 Stunden Zeit oder wenn dann mal ein Wochenende, ein Samstag. Gut, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich wieder bei meinem nächsten Projekt.